Das Wasserkraftwerk Zerfreila nutzt das Wasser aus dem oberen Pfalzertal und dem Safiental. Seit 1958 wird hier in Pfalz Strom produziert. Baubeginn der Kraftwerksanlagen war im September 1953. Während der fünfjährigen Bauzeit wurden rund 285 Millionen Franken ausgegeben. Das meiste davon floss in die Bauwirtschaft sowie in die Maschinen- und Apparateindustrie. Große und kleine Betriebe im Einzugsgebiet profitierten von einer Vielzahl verschiedenster Aufträge. Während der intensivsten Bauzeit waren bis zu 1500 Personen beschäftigt. Das Kraftwerk ist jetzt fast 60 Jahre alt. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig für den störungsfreien Betrieb. Alle zwei Wochen wird die gesamte Staumauer abgeschritten und die Anlagen werden überprüft. Auf diesem Kontrollgang sind jeweils zwei Personen einen ganzen Tag unterwegs. Wir sind hier unten im Turbinenraum. Da hinten sehen wir den Kugelschieber, wo das Wasser direkt von der Druckleitung vorkommt, zur Turbine. Die Turbine antreibt, die Welle antreibt. Und oben der Generator am oberen Stock antreibt, wo dann der Strom produziert wird. Als nächstes wird die Bewegung der Staumauer kontrolliert. Dies geschieht mit Hilfe eines Pendels. Das Pendel ist oben an der Staumauer befestigt und hängt 150 Meter frei in der Mauer. Am Fuße der Mauer werden nun die exakten Werte abgelesen. Die größte Differenz besteht zwischen vollem und leerem See und liegt bei 15 cm. Weiter geht es zur Überprüfung des Sickerwassers. Hier sind wir im Sondierstollen, am Ende des Fundaments der Staumauer. Da sieht man das Wasser, das durch den Fels rauskommt und als Sickerwasser wegfließen tut. Der Fels ist eigentlich porös und da gibt es immer ganz kleine Wassermengen, die durch den Fels durchdringen tut. Man muss das immer kontrollieren. Wenn es einen extrem grossen Anstieg gibt, muss man Massnahmen ergreifen. Minute 50. Eine Minute 50. Das Kraftwerk Zerfreila ist ein Speicherkraftwerk. Es staut Wasser im Sommer und produziert Strom im Winter oder zu Spitzenzeiten, wenn am meisten gebraucht wird. Ja, die Hauptvorteile vor allem eben vom Speicherkraftwerk sind die, dass man jederzeit kann, sage jetzt mal, den Hahn öffnen und Energie produzieren. Wir fahren ungefähr in 5 Minuten sind wir auf der Leistung, die gebraucht wird. Also wir haben kurze Anfahrtzeiten, wir können schnell reagieren, wir können gut regulieren. Für das sind unsere Maschinen geeignet. Und das ist auch die Stärke von so einem Hochdruck-Wasserkraftwerk, wie wir das betreiben. Die Wasserkraft produziert nicht nur Strom, sondern schafft auch Arbeitsplätze. Die Kraftwerke Zerfreila AG beschäftigt 22 Personen an drei verschiedenen Standorten. 5 Personen in der Zentrale Zerfreila, weitere 5 in der Zentrale Safien und 12 in den Zentralen Rotenbrunnen und Rialta. Die Wasserkraft bringt den Bergregionen jedoch noch weitere Vorteile und ist deshalb für die Alpenländer von zentraler Bedeutung. Die Wasserkraft ist eine der wichtigsten Energiequellen für die Alpenländer. Graubünden und seine Nachbarn liegen im Wasserschloss Europas. Wir können unseren Standortvorteil durch den Wasserreichtum und das vorhandene Gefälle effizient nutzen. Die Wasserkraft produziert erneuerbare Energie und trägt dank geringem Ressourcenverbrauch wesentlich zu einer nachhaltigen einheimischen Stromerzeugung bei. Zudem kann die alpine Wasserkraftproduktion annähernd als CO2-frei bezeichnet werden. Wasserkraft leistet auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Ein Großteil der Wertschöpfung findet im eigenen Land statt. Wasserkraft im eigenen Land macht uns auch unabhängig. Mit der Wasserkraftnutzung werden Arbeitsplätze gesichert, gerade auch in den peripheren, wirtschaftlich weniger starken Regionen. Im Weiteren führt die Wasserkraftnutzung oft zu Synergien beim Hochwasserschutz. Insbesondere Speicherseen in den Alpen bewirken, dass bei starken Niederschlägen große Wassermengen zurückgehalten und die tiefer gelegenen Gebiete entlastet werden. Der Kontrollgang ist für heute erledigt. Die Anlagen sind in einem guten Zustand und die gemessenen Werte liegen alle im normalen Bereich.
Der Stromproduktion steht also nichts im Weg. Die Kraftwerke zur Freilen AG produziert im Durchschnitt pro Jahr 557 Gigawattstunden Strom. Damit könnten theoretisch 100.000 Haushalte ein Jahr lang versorgt werden.